Ende Rondra, 1031 nach Bosbarans Fall. Zahlreiche Helden werden dieser Tage durch den Alvaran Yar Mythrael erwählt und durch kamale Kausalknoten vereint. Die Quanions-Queste hat erste Früchte getragen und die Suche nach dem Licht zieht weitere Abenteurer in das Verheerte der Partien. Nach euren letzten Abenteuern in der Reichssabtei San Priodan hat sich euch der Hüter Priodur von Grauenstein angeschlossen. So seid ihr durch die Baronie Dergelmund gezogen, die alte Silberstraße gen Rankara Liritena. Am Ende des dritten Tages eurer Reise habt ihr die Seuchenstadt Horeth hinter euch gelassen und erreicht am frühen Abend das Marktdorf Lehnhof, was vor euch liegt. Auf der rechten Seite erheben sich die Hügel und im Osten beginnt das Ochsmoor. Auf dem Markt selbst ist nur wenig los. Eine fremde Schafszüchterin will ihre Lämmer loswerden und ein Apfelbauer seine Ernte. Der Rest der Stände ist mit den ortsansässigen Händlern zwar gefüllt, die interessieren sich allerdings mehr für neueste Gerüchte, die sie dort miteinander tratschen. Was wollt ihr tun? Nun, wie es aussieht, ist dieses Fleckchen recht spärlich bevölkert. Es sind wahrlich schwere Zeiten. Allerdings ist gerade Markttag, also sollten wir unsere Vorräte auffüllen, oder? Ja, das ist sehr gut. Man weiß nie, wann das nächste Mal die Gelegenheit kommt. Stimmt, hier ist zwar alles ziemlich schlammig und so, aber die Äpfel sehen genießbar aus. Ich bräuchte neue Verbände. Nach dem Seuchendorf war das etwas mager. Das noch einmal im Inventar. Na, dann hoffe ich mal, hier gibt's trockene Verbände. Ah, wunderbar. Die Dame, was verlangt ihr für diese neue Ausrüstung an Verbänden, Tuchen und Arzneien? Oh, ein Kunde, das ist ja schön. So später Abend noch. Diese hier? Ja, genau. Das sind einfache Wollverbände. Die kann ich euch sicherlich für wenige, sagen wir eine Bronze. Ja, natürlich. Eine Bronze kriegt ihr glatt. Ich gebe euch sogar zwei. Ihr seht hier etwas schwierig. Also, der Ort sieht etwas schwierig aus. Naja. Also, viel ist dieser Tage nicht los. Wir haben ein paar Äpfel, die jetzt gerade aus Appelhofen gekommen sind. Und, mittlerweile, man tut, was man kann, ne? Sind ja viele Händler in letzter Zeit weggebrochen. Vor allem die Fischer aus dem Osten und aus dem Norden. Ach ja, der Dergel. Aber ihr habt hier keine Probleme mit diversen Kriegsherren oder sowas? Kriegsherren? Nein, das wohl nicht. Also, wenn man da an die Seuchenstadt Horeth denkt oder an Rankara Liritena, da ist ja eine ganze Menge los. Und ich habe gehört, auf der anderen Seite der Dergel, da geht's hoch her. Aber so richtige Kriegsherren, nein, das haben wir nicht. Ich habe aber nicht mehr so viel von Moorstich gehört und aus dem Markt Moorisch, dass das wohl auch, ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Der Knüppeldamm müsste eigentlich funktionieren, aber da sind die Kontakte abgebrochen. Ich denke mal, die sind dann eher in die Richtung. Ich zeige grob gen Osten. Genau, hier. Wenn ihr hier aus dem Dorf rausgeht, in Richtung des Knüppeldamms. Wenn ihr immer geradeaus geht, wahrscheinlich an einem halben Tag, würde ich sagen, da würdet ihr dann nach Morsch kommt und das ist ein anderer Markt. Und das Dorfleben, und das muss ich mir noch etwas angewöhnen, wie oft hat man denn Kontakt mit dem Nebendorf? Also wenn, dann ziehen ja nur Händler von hier nach da und versuchen dann die Waren. Also die einfachen Moorbauern oder was wir hier haben, die Schäfer, die bleiben normalerweise immer in ihren kleinen Dörfern und ziehen dann entweder nach Lehnhof oder nach Morsch, aber tja. Ich meine, nun, wenn ihr also die Leute von dort halt vermisst, wie lange ist das her, dass einer sich hier eingefunden hat? Sicherlich über eine Woche, würde ich sagen. Seit einer Woche habt ihr keinen Kontakt mehr. Also den letzten Neuzugang, außer euch Helden, das ist der Mann da drüben. Der sieht auch aus wie ein Kriegsfürst. Den kann ich nicht ganz zuordnen. Er wollte wohl auch ein paar Verbände kaufen. Dann fragen wir ihn doch mal.
Vielleicht weiß er, wie es drüben aussieht. Warum nicht? Der sieht auch nicht gerade aus, als ob er von hier wäre. Irgendwie sammeln sich hier diverse Leute. So kann die kleine Gruppe auf Per Jean aus Kunchum herantreten. Ein Maraskaner in Hartholzharnisch. Seid gegrüßt, edler Herr. Mein Name ist Ritter Travigor von Wandlet. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, hab Dank. Ich bin Ritter des Heim- und Herdfeuers zum Schutz des Heim- und Herdfeuers zur Mahnung der Blutnacht von Romulus. Und das sind meine treuen Gefährten. Das ist Tau aus dem fremden Aranien. Vielleicht habt ihr von dort schon mal etwas gehört. Das ist euer Gnaden Priodur von Grauningen. Das ist der große Magus Kasim. Kasim, richtig, entschuldigt. Travigor, wir haben das doch unterwegs geübt. Und der ebenso hohe Magier Giron. Seid gegrüßt. Erfreut euch kennenzulernen. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester. Es freut mich, euch alle kennenzulernen. Ihr kommt doch nicht etwa von dieser madenverfluchten Insel. Doch, kommt er. Ja. Was ist daran bitte? Ihr meint von der schönsten. Ihr meint von der schönsten Insel, die es auf dem Weltendiskus gibt? Von Maraskan? Natürlich komme ich von da. Beziehungsweise, ich komme aus Kunchum. Aber ich war natürlich auf Maraskan. Nun, wo kommt ihr dann? Aus Kunchum oder auch von Maraskan? Ich komme aus Kunchum. Ich bin dort geboren. Aber ich war natürlich auf Maraskan, um dort fremde Chi abzustechen. Das sind irgendwelche Tiere, Plagegeister oder sowas? Fremdigi? Ja, das sind Plagegeister. Ja. Meistens die Leute von Hafax. Ganz genau. Oh. Kann ich verstehen. Nun, wenn ich fragen darf, was treibt euch in dieser ferne Gegend? Ihr habt doch sicherlich einen Zweck, einen Grund, warum ihr hier seid. Weil ihr auf Abenteuer ziehen wollt, weil ihr schon so viel von der Wildermark gehört habt, dass da schlimme Dinge um sich treiben. Ja, das auch. Und ich bin natürlich auf der Suche nach den 64 Fragen. Jetzt geht das wieder los. Kasim, bist du von der Rede? Fragen. Was ist denn das? Maraskaner Gefasel. Das hat mich das letzte Mal, als ich dort war, schier um den Verstand gebracht. Vielleicht gibt es ja eine leichte Frage für den Anfang, die wir euch beantworten können. Das glaube ich nicht. Sucht ihr die Fragen oder die Antworten zu den Fragen? Die Antworten, die werden mir von Ruhr und Ruhr denn gegeben. Ich suche nach den Fragen. Die Wahrheit kommt nur von Praios und nicht von unschen Götzen. Wo steht das geschrieben? Und den anderen 11 Geschwistern. Natürlich. Im Praios. Wenn ihr es sagt. Nichtsdestotrotz würde ich doch vorschlagen, wenn ihr sowieso nicht ganz heimisch hier seid, würde ich euch gern unter meine Fittiche nehmen und euch so ein bisschen die Traviamark und die anschließende Wildermark zeigen. Wir sind gerade unterwegs in Richtung Rankaliretena, aber haben gerade etwas Interessantes gehört über ein kleines Dorf hier in der Nähe, was wir uns vielleicht anschauen sollten. Was meint ihr? Das hört sich doch wundervoll an. Ich würde mich gerne euch anschließen, wenn ich dürfte. Was meint ihr anderen? Das klingt doch so, als ob da irgendwas nicht mit rechten Dingen
von sich geht. Also, hey da, Freunde! Wollt ihr noch was kaufen oder soll ich den Markt zumachen? Ach so, Ihr steht da so verloren auf Thorsten. Kommt ran, kommt ran! Tau, würde näher treten? Töpfe, schöne Töpfe und Pfannen. Travigo, brauchst du eine neue Pfanne? Die sehen ganz gut gearbeitet aus. Kann es nicht genau beurteilen, aber... Ich habe eigentlich eine Pfanne. Ich bräuchte eventuell eine... Den Pfannenwender kriegst du oben drauf. Aber nur jetzt noch. Wie gesagt, wenn ich ihn nicht so weiter verkaufe, dann kann ich den auch zumachen. Was kriege ich oben drauf? Den Pfannenwender. Ach so, ich habe schon anderes verstanden. Nein, kein Interesse gerade. Tut mir leid, guter Mann. Na gut, dann ist der Matt bereits. Dann mache ich jetzt zu. Danke. Gehabt euch wohl. Ja, vor euch wird dann der Holzladen so ein bisschen runtergeklappt über die beiden Ständer und es klackt einmal. Außerdem sollten wir uns wahrscheinlich demnächst eine Bleibe suchen. Hier wird es auch was geben, oder? Ja, wenn es so eine Herberge ist oder ein Schuppen. Hauptsache ein Dach über dem Kopf und es pfeift nicht. Und es ist nicht feucht. Das sollte auch reichen, ja. Der Moor ist schlimm. Guter Mann, Pfannmann. Ja? Könnt ihr uns sagen, wo wir hier übernachten können? Ich bin gleich da. Er klackt zweimal in so ein Schloss, damit dann sein Laden verschlossen ist und kommt dann auf euch zu, putzt sich gerade noch seine Hände ab. So, jetzt habe ich Zeit für euch. Ja, mein Name ist Ritter Travigor. Ich wollte fragen, ob ihr uns vielleicht sagen könnt, wo wir hier Travia gefällige Rast finden können. Wir in eine Taverne meinst du oder sowas? Raststätte. Etwas in der Art, ja. Ja, drei Häuser weiter in die Richtung, da ist Gorios Topf. Da könnt ihr wohl runterkommen. Gorios Topf. Hab Dank. Ja, da nicht für. Gebt ihr mir ein Bier aus? Ihr bekommt eins von mir, wer so hilfsbereit ist. Ah, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, dann kommt, lasst euch nicht lumpen. Dann haben wir gleich sogar einen Führer. Naja, die Taverne werden wir sicherlich auch so schon finden, ne? Ja, natürlich. Ich denke schon, aber es kann nicht schaden. Es kann nicht schaden, einen Einheimischen dabei zu haben, nicht wahr? Ihr kommt doch hier aus dem Dorf? Ja, genau. Ist ja nicht mehr so viel los, ne? Vor 2-3 Jahren war das alles besser. Das wird schon wieder. Da bin ich mir sicher, wie sich das hier alles geregelt hat. Der Himmel glüht blutrot. Weder das gesegnete Auge des Praios ist zu sehen, noch das Mardermal ist aufgegangen. Die Zeit des Zwielichts, in der Dämonen und Geister über deres Antlitz wandeln. Dunkelgraue Wolken, die aufgezogen sind. Da könnt ihr, während ihr auf dem Weg zu der Taverne seid, auf einem nahen Felskamm beim Moor erkennen, wie dort unförmige Gestalten stehen, die in einem unheiligen Licht baden. Die Flügel der Bestien schlagen unruhig auf und nieder, und dann fliegen sie vom Felsmassiv den Hügel zu euch herab. Ihr könnt zweigehörnt diese massige Gestalten erkennen, Ausgeburten dieser Niederhöllen, die geritten werden, irrwitzige Parodien von sechsbeinigen Pferden, die auf euch zupreschen, die nicht minder erschreckend sind als ihre Herren, die dort aufsitzen. Seltsame Waffen, die geführt werden von Dämonen, verdammte Schatten von rondragewaltigen Schwertern, die aussehen, als seien die Klingen geborsten. Ein grausiges Geheul, was durch den Angriff begleitet wird. Seht ihr das auch? Dämonengezücht. Wir werden angegriffen. Nicht schon wieder. Bei den Göttern. Werfe uns ihnen entgegen, um die Landbevölkerung zu retten. Es ist unsere Aufgabe, diesen Kreaturen entgegenzutreten. Seid gewappnet. In Praus Namen. Ihr könnt sehen, wie sie den Hügel runterpreschen. Eine kleine Siedlung, die noch auf der anderen Seite des Dorfes liegt. Zwei, drei Reiter, die wohl stehen bleiben. Fackeln, die angezündet werden. Und nach wenigen Augenblicken lodern die ersten Bauernhäuser, während andere über die Brücke weiter rüberpreschen.
Ihr könnt kurz abzählen und während ihr eure Waffen zieht, euch kurz ein bisschen orientiert, ihr seid wohl der Meinung, es sind 20 von diesen gehörnten Kreaturen. Neben euch knackt es und Kasim aktiviert sein Eisschwert. Ja, ich ziehe definitiv meinen Speer und mein Schild. Ja. Während ihr euch vorbereitet, ihr könnt wohl erkennen, wie ja von diesen 20 Kreaturen, zwei sind erstmal stehen geblieben bei der ersten kleinen Siedlung, die anderen biegen über eine weitere Brücke ab in Richtung des Hauptdorfes und die anderen halten auf euch zu. Initiative. Sie sind, wie gesagt, alle samt auf ja, Pferde mit sechs Beinen, geflügelte Wesen, auf denen sie heranpreschen. Und ihr könnt dann vor allem Streitäxte bei ihnen erkennen, Schwerter, also verschiedenste Waffen, mit denen sie jetzt auf die Bevölkerung einstürmen und die dann vor euren Augen. Ihr könnt das nicht ganz sehen, weil die Marktstände den Rest verdecken, aber ihr könnt das Schreien von Frauen, von Kindern, von Männern hören, die jetzt in den Kampf eben zu gehen. Dann wollen wir mal schauen. Wir holen uns ein Initiativebrett. Das habe ich zum Glück schon da. Ich mache es noch etwas kleiner. Und dann könnt ihr euch auf die Initiativeleiste setzen. Dann beginnt der Kampf. Sie sind, wie gesagt, auf Pferden und preschen zurzeit noch in sowas wie einer Formation heran. Die Entfernung ist 1:1. Ihr steht gerade in so einem kleinen Haufen nebeneinander, aufeinander. Also ihr werdet gerade attackiert. Die 12. Giron. Ich setze zu einem Armatritz an Schildstärke 4. Ausgezeichnet. Das dauert wie lange? Drei Aktionen, dann 14 Tau. Same, aber Armatrutz 3. 3, ja, dann Priodor. Ja, ich würde mein heiliges Symbol ziehen und während ich dieses ziehe, schon mal den Exorzismus aufsagen zur Vertreibung dieser unheiligen Kreaturen. Ja, wie lange dauert das? 15 Aktionen. Also 15 Aktionen? Ja. Deswegen, während des Kampfes muss wahrscheinlich eine Selbstverschiebung mal würfeln, wenn ich getroffen werde. Ja. Meinst du, das hältst du durch? Keine Ahnung, werden wir sehen. Gut. Exotismus angesagt. Dravigo, 16. Wie weit sind die weg? 28 Meter. Stimmt es ungefähr? Ja. Mein Schwert habe ich schon gezogen, richtig? Ja. Dann gehe ich ein paar Schritte vor und sage, stellt euch hinter mich. Dann stellst du dich vor, die Gruppe. Die anderen können dementsprechend, wenn sie gerade noch zaubern, hinter dir stehen. Das ist okay. Ich guck gerade mal, das ist... Ein Schritt, oder? Genau. Ist das ein Schritt? Das passt. Also ihr steht halt, ihr konntet euch so ein bisschen arrangieren in der Zeit. Denn das dauert natürlich, bis sie dann über den Hügel zu euch heranpreschen, über die Brücke irgendwas anzünden noch währenddessen. Kasim. Ja, ich bereite Zauber vor. Aeolithus Windgebraus in der Variante Sturm. Wie lange dauert das? 3 Aktionen. Würden die noch eine Kampfrunde zu uns brauchen? Oder brauchen die länger als 3 Aktionen oder weniger auf zu den, uns? Auf den dämonischen Pferden sind die sicherlich in dieser Kampfrunde da. Okay, vergiss es. Defensiv umwandeln, ansagen. Defensiv umwandeln, alles klar. Dann sind die verfluchten Dämonen dran. Und da reiten erst einmal 3 auf euch zu. Die anderen sind gerade damit beschäftigt, denjenigen abzuschlachten, der euch eben begleitet hatte. Beziehungsweise die anderen Händler, die rings um euch noch herumstehen. Einige haben sich so ein bisschen eingeschlossen und versuchen jetzt in ihrer eigenen kleinen Bleibe dann sich zu schützen. Aber die ersten 3 Dämonen sind auf ihren Höllenrössern an euch heran und würden dann... sie machen sowas wie einen Sturmangriff mit den Pferden und ich würfe einfach mal 3W20 mit den Reiten. Sie bleiben vor euch stehen und springen dann ab, denn ihre blutigen Schwerter, ihr könnt auch die Hufe von diesen Kreaturen erkennen, die mit irgendwelchen Knochen behängt sind und irgendwelche Metall, die daran herumfunkeln. Die Hufe selber
sind wohl auch, also ihr könnt sehen, wie wohl Eisspuren in den Spuren entstehen, dort wo sie dann zu stehen kommen. Und die drei Dämonen springen von den Pferden ab und begeben sich dann in den Nahkampf. Dann Pergi. Ja, ich würde gerne angreifen. Ja, du hast aktuell zwei mögliche Dämonen zur Auswahl. Entweder der direkt vor Travigor steht oder einer, der dich gleich angreifen mag. Ich würde gerne den Schädeldämon angreifen, der vor mir steht. Mhm. Dann kannst du gerne attackieren. Das wäre gelungen. Ja, dann ich bin schon geritten. Ich würde an der Stelle nicht verteidigen. Das heißt, du kannst Schaden machen. Das sind 7 TP abzüglich der Rüstung sind. Ja, deine Jatra, dein Speer zuckt nach vorne, sticht durch die dämonische Rüstung und wieder zurück. Blut, was fließt, wenn es denn Blut ist. Noch ein Angriff? Möchtest du umwandeln? Nein, ich möchte meine Parade aufsparen. Mhm, gut, dann nächste Kampfrunde und dann ist Geron wieder dran. In der ersten Aktion wird mein Armatritz 4 fertig. Ja. Und mit der zweiten Aktion würde ich mich bewegen. Ja. Ich denke mal, da passiert erstmal noch was. Du. Oder soll ich gleich beide? Ja, beweg auf alle Fälle schon mal. Das sehen die Dämonen ja auch auf alle Fälle, denn sie haben eine höhere Initiative als du, zu fliehen. Ich möchte ein bisschen seitlich hin, dass ich nicht hinter den Leuten, unseren Leuten stehe. Mhm, okay. Blau. Lore Defendere. Und mein Armatrutz sollte auch durch sein. Dann habe ich meinen Rüstungsschutz von 3. Und dann möchte ich. Drei. Einen Schritt gehen und mich vor Priodur stellen. Vor Priodur stellen, in der Hoffnung, dass der Exorzismus funktioniert. Priodur ist weiter am Exorzieren. Ja, im Namen Prios befehle ich dir, unheiliges Gesicht zurückzukehren in die Niederhöhlen, aus denen du gekrochen bist. Also soll hier zwei Aktionen dauern. Mhm, Travigor, 16. Auch wenn ich es bereue, ich würde zweimal parieren. Mhm, du bist wieder derjenige, der das Ganze an Schaden abfängt. Die Dämonen lachen Priodur aus. Kasim ist dran. Ja, du hattest Eis gesagt. Ist das schwarzes, böses Eis? Es ist Eis. Okay, probier mal trotzdem. Ich greife einmal an und bewahre mir eine Parade auf. Dann kannst du angreifen, ja. Jawohl. Ja, dann werde ich nicht parieren. Ihr kennt das Spiel, ich werde umwandeln und den Schlag nehmen. Du kannst Schaden machen. Das ist sowohl elementar als auch magischer Schaden. Ja. Und zwar 14. 14 auf denjenigen, der vor dir steht. Oder der vor Travigor? Außer zwei Stück. Der Kollege hier. Ja, das ist der von Travigor. Alles klar. Der hat noch keinen Schaden bekommen. Das sind dann 12. Und dann bist du fertig. Du wolltest noch parieren. Die verfluchten Dämonen sind dran und sie greifen an. Ich nehme mit meinem ersten Schädeldämon 2 auf Pergin, ich nehme 2 auf Travigor und ich nehme 2 auf Kasim. Ich überlege gerade, tue ich da eine Finte rein? Ich werde Finte 3 und zwar alles. 1, 2, 3, 4, 5. Nächstes Mal mache ich das alles zusammen. Die 8 würde treffen. Das ist der erste für Pergin. Die 19 trifft nicht. Das heißt, Pergin muss einmal parieren mit einer Finte 3. Das ist nicht gelungen. Dann bekommst du Schaden und zwar sagenhafte 6 mit der Streitaxt. Dann ja, die 5. Wohin? Das musst du selber auswürfeln über den Trefferzonenwürfel, weil ich das auf dem NPC-Bogen nicht habe. In den Torso.
Da habe ich eine Viererrüstung. Ja, durch deine Hartholzharnisch. Dann habe ich die 5. Die 5 würde treffen und das ist der erste für Travigor. Hat der auch eine Streitaxt oder hat der was anderes? Das ist eine Streitaxt, ja. Oh, verdammt. Dann mache ich noch einen meisterliche Parade 3, also insgesamt um 6 erschwert, oder? Genau, weil ich eine Finte 3 angesagt hatte. Das ist nicht geschafft. Ja, dann gebe ich dir einmal den Schaden von sagenhaften 7. Die 16 war auch eine Finte 3, aber umgewandelt, also trifft nicht. Dann habe ich eine 1 gewürfelt und das ist die für K7. Ist es aber nicht bestätigt. Das heißt, das ist die halbe Parade und danach ziehen wir noch 3 ab für die Finte. Du hattest gesagt, ich werde von 2 getroffen. Nee, du wirst, ich muss gerade gucken, die 16 war für Travigor und die 1 ist jetzt der erste für dich. Und der zweite für mich, trifft er auch? Das muss ich mir gerade mal angucken. Ich glaube, den hatte ich auch gar nicht gewürfelt. 5, der trifft auch. Eben, genau. Ja, ich versuche nicht die 1 zu parieren, weil Doppelschaden ist nicht, sondern pariere die 5. Gut, dann doppelter Schaden ist nicht, da hast du recht. Das sind auch wieder sagenhafte 7 Streitaxtschaden. Und die 5 war auch gefintet und umgewandelt. Den kannst du normal parieren, sonst bekämst du Schaden. Das ist nicht gelungen. Nein, zweimal Schaden. Dann bekommst du sagenhafte 6. Ich mache gerade nicht so viel Schaden. Was waren denn meine Dämonen? Währenddessen werden überall um euch herum und eben auch im anderen Dorfteil, der nicht zum Markt gehört, die Leute weiter abgeschlachtet und neben euch fällt wohl auch euer erster Begleiter. Das heißt, es kommt gleich ein nächster Dämon ins Spiel. Bergin. Ja, ich würde dann gerne auch mit meiner Aktion angreifen. Dann kannst du angreifen. 15, das ist nicht gelungen. Doch, das ist gelungen, weil du nicht umgewandelt hattest. Yep. Dann kannst du Schaden machen, weil er hat ja schon attackiert. Sind 6 SP. War das schon einmal Schaden gemacht. Dann nächste Kampfrunde. 12 Geron. Komme ich mit 2 freien Aktionen so weit rum, dass ich dann auf den hier mit Zaubern schießen könnte? Ja, der ist jetzt wie gesagt gerade mit eurem Begleiter fertig und würde gleich auf euch zustürmen. Okay, dann setze ich einen Ignifaxis Flammenstrahl an mit Variante mehrere Ziele. Und okay. Zwar 2. Ja. Jetzt wird's interessant. Nee, das ist Doppelschuss dann. Mehrere Ziele ist, wenn man mehr Leute treffen will. Okay, genau, das ist ein Doppelschuss. Dann erzähl mir mal, was der Doppelschuss macht. Der Ignifaxius ist der ganz normale Flammenstrahl. Genau. Was tut der Doppelschuss? Ein Magier kann mit einer Probe und unter Aufwendung einer Zauberdauer gleichzeitig 2 Zauber auf ein und dasselbe Ziel wirken. Für jeden der Zauber stehen ihm maximal ZFE-5 Würfel zur Verfügung. Dazu verwendet er bei, das ist schlecht, ich habe ein Schwert in der Hand. Dann lass es fallen.